herzlich gegrüßt und danke, dass ihr wieder am Start seid. Ja, der Kane redet mit dem. Und ein herzliches Grüß Gott. Ja, genau, kann ich auch nichts dran ändern, aber es ist nun mal so. Genauso wie du sagst. Ja, genau, richtig. Redet mir nicht immer hier die ganze Zeit rein, während ich mir meine Leute begrüße. Leute. Also wie schon gesagt, es geht weiter. Ich habe für heute vor, erstmal eine Rune zu finden, damit ich hier wieder hinkomme, damit ich wieder zurück und so weiter und so fort. Mal gucken, wie sich hier im Laufe die ganze Geschichte entwickelt. Fragen wir erstmal als erstes Kane, wer denn er ist. Ach ja, schwierig nur. Wer bist du? Mein Name ist Kane. Und ich war ein Schüler des großen Kor Kalom. Ich nehme an, du kennst den großen Erwählten. Also ehrlich gesagt, nein. Ah, schon wieder so ein Unwissender, den ich belehren muss. Nun gut. Kor Kalom war der große Erwählte, der die Gnade empfing, dem Schläfer vor das Angesicht zu treten. Ach nee. Und wo war das? Ja, wo bloß? Es war vor mehreren Monaten im Minental von Korinnes. Er war dazu bestimmt, die Macht des Schläfers zu verbreiten. So. Und wie ging es weiter? Hat der große Erwählte diesen Auftrag erfüllt? Nein. Ein Ungeweihter war in den geheimen Tempel des Schläfers eingedrungen und hat die Ankunft des Meisters verhindert. Dabei müssen Kor Kalom und alle, die ihn begleitet haben, ums Leben gekommen sein. Tja, dann hat ihm ja die große Gnade des Schläfers nicht viel gebracht, was? Nee, was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Ach, nichts. Sag mir lieber, warum du dem Erwählten nicht zum Tempel des Schläfers gefolgt bist. Nun, mir gab Kor Kalom den Auftrag, bei unserer Gemeinschaft zurückzubleiben, um seine Rückkehr abzuwarten. Dann sollte auch der letzte Zweifler bei uns von der Macht des Schläfers überzeugt werden. Ach, es gab also welche unter euch, die an die Macht des Schläfers gezweifelt haben. Ja, die gab es. Doch sie waren alle Narren, die für ihren Unglauben mit dem Wahnsinn bestraft wurden. Der Schläfer, der in neuer Gestalt wiederkehrte, machte sie zu Werkzeugen seines Willens, indem sie ihm als menschliche Dämonen dienten. Menschliche Dämonen? Und Wiederkehr des Schläfers? Ja, weißt du denn nichts darüber? Euer Herr, der große Zuben, wusste doch, was in Irdorath vor sich geht. In Irdorath? Ja, dem großen Tempel Belias, der wieder auferstanden und wieder untergegangen ist. Dort versammelte der Schläfer, nun als untoter Drache wieder auferstanden, die wahnsinnig gewordenen Abtrünnigen als seine Dämonen. Diesen, fortan die Suchenden genannt, gab er den Auftrag, den Gesandten des falschen Gottes Innos zu finden und zu vernichten. Damit es jenem Avatar nicht zum zweiten Mal gelänge, seine Herrschaft über die Welt zu verhindern. Das hat er doch vorher gewusst. Oha. Ja, da wissen wir ja unheimlich viel Bescheid, aber Roland, nimmt das wohl nicht ernst, was? Und? Wie ging es weiter? Angeblich gelang es diesem Gesandten Innos, abermals die Macht des Schläfers zu verhindern. Auf jeden Fall ist der Tempel von Irdorath wieder untergegangen. So ist die Macht des Schläfers für immer gebrochen? Narr! Endet etwa auch die Macht Belias? Nein! Daher kann die Macht dieses Erzdämons auch nicht gebrochen sein. Das hat er doch vorher gesagt. Die Schwarzmagier sagen zwar, dass ein Diener Belias, der Dämonenbeschwörer Xardas, die Macht des Schläfers in sich aufgenommen haben soll. Aber... Aber was? Meine Meinung. Glaubst du das etwa nicht? Nein, ich kann es nicht glauben. Warum sollte Belia einen gewöhnlichen Menschen zu seinem Gesandten machen? Und warum hat dieser Xardas, der zudem noch ein ehemaliger Feuermagier war, die Macht des Schläfers überhaupt übertragen bekommen? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du mir ja es sagen. Ich weiß ja nicht mehr, was ich glaube. Ja, das kann ich. Ich glaube, dass dieser Xardas unrechtmäßig die Kraft Belias in sich trägt, dass er sie gestohlen hat. Interessant. Und was sagen die Schwarzmagier der Assassinen dazu? Ach, hör mir mit diesen auf. Diese Schwätzer sind untereinander uneinig. Sie können die Zeichen nicht mehr deuten.
Sie haben, wie die Orks, unser großes Ziel aus den Augen verloren. Und Belia selbst schweigt im Tempel von Bakaresh. Warum wohl? Ich denke, das kannst du mir ebenfalls sagen. Ja, er ist zornig auf sie. Irduras ist zwar untergegangen, aber ich... Das wundert mich nicht. Jawohl, ich habe von Belia persönlich eine große Vision erhalten. Diese Vision teilte mir mit, dass man die Macht des Schläfers wiederbeleben könnte, wenn man den Zugang zum alten, verschütteten Tempel im Minental wiederfindet und in das Innerste desselben eindringt. Eines Tages, wenn es soweit ist, werde ich nach Korinis zurückkehren und das Werk Korkaloms vollenden. Dann wird man von eurem Zube nicht mehr sprechen, sondern nur noch vom großen Kane, dem neuen und einzigen Baal, der dem mächtigen Schläfer dient. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Aha, mach mal eben die Mucke an. Ja, da übernimmt sich Kane ja wohl reiflich, wa? Hier erfährt keiner was. Warum bist du eigentlich nach Ashtot gekommen? Als die magische Barriere, die das Minental umgeben hatte, verschwunden war, wussten ich und die wenigen Getreuen, die mir geblieben waren, zunächst nicht, wohin wir uns wenden sollten. Dann kam mir der Gedanke, dass es vielleicht gut wäre, nach Varant aufzubrechen, da das unsere alte Heimat war. Es gelang uns nach einigen Problemen mit einem kleinen Schiff nach Bakaresh zu gelangen. Dort sprach ich mit den Schwarzmagiern des Belia-Tempels. Diese rieten mir schließlich, nach Ishtar zu gehen. Als ich Ishtar erreichte, ging ich zu Zum. Ich erzählte ihm alles, was ich auch dir erzählt habe. Da sagte er mir, dass Belia einen neuen Gesandten geschickt hätte und sprach von diesem Xardas. Immerhin war Zum nicht so dumm wie die anderen Schwarzmagier. Auch er traute diesem neuen Gesandten nicht. Nun, immerhin hatte dieser Xardas den Orks den Auftrag gegeben, hier in Varant nach den göttlichen Artefakten des Adanos zu suchen. Ich habe so einiges gehört. Das hat in Zuben die Hoffnung geweckt, dass durch das Auffinden dieser mächtigen Artefakte Belia endlich doch noch den Sieg davontragen würde. So ging ich zu jeder dieser Ausgrabungsstellen hin, um mich selbst von den Ergebnissen zu überzeugen. So kam ich schließlich auch hierher. Das wundert mich nicht. Aber mittlerweile bin ich überzeugt, dass mein Erscheinen hier in Varant vollkommen nutzlos ist. Ich kann das nicht glauben. Ich hätte auf Korinis bleiben sollen. Aber ich werde, wie gesagt, zurückkehren. Das ist doch schon lange die bekannt. Wenigen Templer, die mich bis hierher begleitet haben, wollen allerdings hierbleiben. Ich hab so einen auch sie gesehen. Haben den Glauben an den Schläfer verloren, diese Narren. Aber ich werde es ihnen allen noch zeigen. Verlass dich darauf. Wie steht es mit den Ausgrabungen der Orks? Meine Meinung bisher hat man an allen Ausgrabungsstätten noch gar nichts gefunden. Also auch hier nicht. Doch alles nur geregelt. Und ich fürchte, das wird auch so bleiben. Das war klar. Was weißt du über Xardas? Er ist früher einmal der höchste Feuermagier gewesen. Dann soll er sich zu Belia bekehrt haben. Nun ja, vielleicht ist es ja doch wahr. Irgendwie soll es ihm dann gelungen sein, die Macht des Schläfers auf sich zu übertragen. Gemacht. Nun soll er der neue Gesandte Belias sein. Einfach lächerlich. Er lebt jetzt in einem Turm im eisigen Nordmar. Und von dort aus hat er den Orks die Weisung gegeben, nach den Artefakten zu suchen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Belia ihn wirklich erwählt hat. Belia erwählt nur ein mächtiges Tier zu seinem Avatar. Die Orks scheint Xardas aber auf jeden Fall überzeugt zu haben. Das hat er doch von wegen Überzeugung, dass ich nicht lache. Du solltest mal hören, was der Ork-Schamane Shakarosh und der Magier Almansor so täglich von sich geben. Die wissen doch gar nicht mehr, woran sie glauben sollen, diese Dummköpfe. Nur der alte Tartaron, Zubens rechte Hand, scheint Xardas Doppelspiel zu durchschauen. Irgendwas hat er vor, der alte Fuchs. Doch bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das ist. Aber was es auch sein mag, es wird wohl nicht viel an der derzeitigen Situation ändern. Nur der Schläfer ist in der Lage, alles zu ändern. Nur er, sage ich dir. Das ist doch alles nur Gerede. Boah, ey, der labert und labert. Aber
jetzt kommen wir ein bisschen hier zur Quest. Ich soll dir Grüße von Go-Assur ausrichten. So? Go-Assur übersendet mir Grüße? Wie geht es ihm? Naja, es scheint ihm ganz gut zu gehen. Na schön. Er gehört zu den vier Templern, die mich auf meiner weiten Reise begleitet haben. Während er an der Küste blieb und Gor-Nassar die Ausgrabungsexpedition begleitete, gingen Gor-Naran und Gor-Timor mit mir nach Ashtod. Aber wie gesagt, lange werde ich nicht in dieser öden Wüste bleiben. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Aha. Hat der Schläfer vielleicht auch die Knochenkrieger gesandt? Knochenkrieger? Meinst du etwa irgendwelche Untote? Untote kann doch mittlerweile jeder beschwören. Wie kommst du da auf den Schläfer? Du sprichst jetzt von normalen Untoten, die von ihrem jeweiligen Schöpfer an einem Ort gebunden wurden. Ich aber rede von Skelettkriegern und Skelettmagiern, die mit einer alten Kutte bekleidet durch die Gegend laufen. Ich kannte nur die Suchenden, die fähig waren, überall zu erscheinen. Aber diese waren dämonischer Natur. Aber wandelnde Untote, die mit einer alten Kutte bekleidet, sich wie lebende Wesen überall hinbewegen können? Nein, habe ich noch nie gehört. Wo hast du diese Wesen denn gesehen? Ich weiß gar nicht. Na, in Korinnes, in der Gruft der Paladine. Wie? Was hast du denn dort gemacht? Ich war im Auftrag meines Meisters unterwegs. So? Und dein Meister konnte dir auch nicht sagen, was für seltsame Wesen du getroffen hast? Nein. Seltsam. Das ist wirklich nicht mein Problem. Sehr seltsam. Aber wie dem auch sei, ich weiß es auch nicht. Noch mehr. Du solltest mal mit den Schwarzmagiern im Tempel darüber reden. Aha, war es das jetzt? Selbst ist er da nicht dran. Bleib doch mal hier. Warte mal. Es wäre schwierig, seine Spruchrollen zu stehlen. Das will ich ja noch machen, aber vorher speichere ich ab. Ah, gucken wir mal. Warte mal. Lass dir mal deine Spruchrollen abnehmen von mir. So, 4 Gegenstände erhalten. Verwandlung Blutfliege, Verwandlung Löwe. Das hört sich doch gut an. So, ansonsten, ja, guck ich mal erstmal, wer er hier ist. Suef. Hallo, Händler. Wie handelst du? Mit etwas ganz Besonderem. Sumpfkraft. Das ist doch alles nur das Beste, was es gibt. Ja, warum schaust du eigentlich mich so forschend an? Ich will erstmal gucken, was er überhaupt im Inventar hat. Was ist das? Essenz der Heilung? 25 Apple. Das ist ja cool. Apple Boy. Was haben wir denn noch? Schmackhafte Karottensuppe. Leckere Kartoffelsuppe. Ja, und dann hat er jede Menge grüne Novize. Trennpfeffer. Barantischer Wein. Schwarzpulver. Würfel hat er auch. Sind das spezielle? Nee, das sind normale Würfels. Und so. Dann werde ich nämlich mal mein ganzes Zeugs. Ich habe ja so viele Sumpfkrautstängel, die werde ich mal verkloppen eben im Off. Ganz deiner Meinung. Okay. Warum schaust du mich eigentlich so forschend an? So, tue ich das. Nun, du bist fremd. Ist das nicht krank genug? Ist das wirklich wahr? Nein, ein Händler ist gewohnt, mit Fremden umzugehen. Was ist der eigentliche Grund? Wenn du es unbedingt wissen willst, na gut. In letzter Zeit wird mir immer ein Paket Sumpfkraut gestohlen. Deshalb schaue ich mir jeden jetzt genau an, der bei mir etwas kaufen will. Aha. Keine Sorge. Ich werde dir dein Sumpfkraut schon nicht klauen. Umso besser. Glaubst du wirklich daran? Aha. Das wird eine Quest werden, was? Wegen dem Sumpfkrautdiebstahl. Ja? Was willst du wissen? Hast du vielleicht eine Idee, wer der Dieb sein könnte? Das ist doch alles es könnte geredet. Jeder sein. Allerdings habe ich ganz besonders Ferdinand im Verdacht. Warum hört er nicht keinen auf? Der hält sich immer in der Nähe meines Ladens auf. Ferdinand? Ja, er ist ein ehemaliger Sklave und ist zu arm, um sich Sumpfkraut leisten zu können. Na schön, ich werde mal mit ihm reden. Was ist das denn? Wie? Du willst den Diebstahl für mich aufklären? Ja. Ja, zumindest will ich es versuchen. Das ist wirklich. Wenn dir das gelingt, sollst du 200 Goldstücke haben. So viel ist mir die Sache wert. Was ist das denn schon? Well, it sounds like a really good deal. So, dann Arsch. Zeig mir deine Ware. Vertan habe ich mich. Dann werden wir mal ins Loggy-Boggy gucken, also ins Lochbuch. Da haben wir Diebstahl in Ashtod, aber eben kurz gucken. Wir haben so viele Zusätze über Kane gekriegt. So, ich habe in Ashtod Kane kennengelernt. Zack, zack, Kane, können wir einiges über Zardas.
Dieser Kane ist gefährlich, das habe ich mir nämlich auch gedacht, liebe Freunde. Und er kommt aus Korinnes. Ist er vielleicht für das Erscheinen der Knochenkrieger verantwortlich? Aber auch Tartaron, der Herrscher von Uga, scheint irgendwas zu planen. Ich muss unbedingt in den Tempel von Ashtot und mit den Schwarzmagiern sprechen. Seine Antwort hat mich überrascht. Entweder weiß er wirklich nichts über sie oder er spielt ganz gewaltig Theater mit mir. Er riet mir, die Schwarzmagier im Tempel darüber zu befragen. Ja, und was haben wir denn noch für Diebstahl in Ashtot? Das ist der mit dem Krautpaket. 12, ja, und ich sollte Ferdinand am besten mal fragen. Das will ich tun. Ich kann ja nicht. Ja, gucken wir uns aber trotzdem noch hier ein bisschen weiter um. Sag mir nicht, dass du das nicht Adept, Adept, Adepten, noch mehr Adepten. Elite-Assassine, den haben wir denn hier drin? Aha. Oh, Broptek. Das ist auch ein Adept. Was ist denn, haben wir auch ein Adept. Was ist denn mit Broptek? Hey. Alles klar? Alles klar. Ach. Geht so. Warte, Mora. Broptek ist langweilig. Hast du Lust, ein paar Runden zu würfeln? Ach, der nö. Einsatz für jedes Spiel beträgt nur 100 Goldstücke. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Jetzt ist er weg. Ach so. Das heißt also, könnte sozusagen hier, nein, nicht das Bier klauen. Hier kriege ich Klitsche. So, lass uns würfeln, ob man ihm seine Würfel stehlen kann. Das hört sich irgendwie lustig an. Gucken wir mal eben. Ob man ihm seine Würfel stehlen kann, das probiere ich jetzt aus. Geht. Proptex gut gezinkte Würfel erhalten. Ach, das ist ja mal interessant. Gut gezinkte Würfel erhalten. Der hätte also falsch gespielt, der Proptex. Darauf werden wir auf jeden Fall später mal zurückkommen, weil ich jetzt ein bisschen questorientiert spielen möchte. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Gucken wir uns da trotzdem hier nochmal die ganz kleinen Eckchen und Erkerchen an. So, hier ist der Krüschstock, den kennen wir ja schon. Da hinten ist unser Chakarosch. Hast du noch was zu sagen? Nein, Chakarosch nicht mehr, Almansor. Hey. Stopp, ich wollte dich gar nicht befragen. Entschuldigung. Den darf man ja überhaupt nicht verärgern. Da ist ja der Herr Ferdinand. Was macht der denn? Der betet zu einer Vogelscheuche oder was ist denn hier los? Gucken wir erstmal hier, ob es hier irgendwas gibt. Was ist denn hier los, Ferdinand? Was machst du denn da? Hey, hallo. Echt, ey. Darf ich dich mal was fragen? Glaubst du wirklich? Na klar, Fremder. Der alte Ferdinand kann ja eine Menge sagen. Was willst du wissen? Ich kann ja nicht ewig so. Ferdinand heißt du also? Bist du ein Sklave? Ich war einer. Wenn du es genau wissen willst. Ich habe viele Jahre in den Bergwerken von Varan schuften müssen. Dann aber wurde ich alt und schwach. Da ich nichts mehr leisten konnte, wurde ich meinem Besitzer zu teuer. Er verschenkte mich an den Magier und Alchemisten Radomir hier in Ashtot. Der aber wollte auch nicht für mein Lebensunterhalt aufkommen. Er meinte, dass ich ihm nur auf der Tasche liegen würde. So beschloss er mir, die Freiheit zu schenken, sodass ich mich lange Zeit durchhungern musste, um weiterleben zu können. Mann, lange Zeit fragte ich mich, was besser ist. Frei sein und zu hungern oder Sklave zu sein und jeden Tag etwas zu essen zu bekommen. Dann aber kam ich auf die Idee, mir einen kleinen Garten zuzulegen. Ah. Habe ich jetzt mit dem Nötigsten versorgt. Das ist eine schlimme Sache. Was ich sonst zum Leben brauche, organisiere ich mir. Verstehe. Warum aber hast du Ashtot nicht verlassen, nachdem dir die Freiheit geschenkt wurde? Wo soll ich denn hin? Den Weg durch die Wüste schaffe ich nicht mehr. Dazu bin ich zu alt. Entweder sterbe ich dort an Erschöpfung oder werde von Snappern, Sandkrollen oder anderen Tieren aufgefressen. Nee, da bleibe ich lieber in Ashtot
und ernähre mich von meinem Garten. Die Assassinen hier lassen mich in Ruhe. Was will ich mehr? Ach ja, diese Stimme. Diese beruhigende, sachliche Stimme kennen wir. Aber Ferdinand, der Selbstversorger. Hey! Müssen wir nochmal... Oh, genau, richtig. Es wäre einfach, seine Dietriche zu stehlen. Aha, so ist das. Er hat Dietriche, ist also ein Dieb. Dafür hat er ein Problem. Ein Problem. So? Wusste ich bisher gar nicht. Was habe ich denn für eins? Suhaf hat dich im Verdacht, dass du ihm Sumpfkraut klaust. Sumpfkraut? Ich? Völliger Blödsinn. Wie kommt er denn darauf? Du hältst dich immer in der Nähe seines Ladens auf, sagt er. Ich hab so einen. Na und? Das tun eine Menge andere Leute auch. Aber ist schon klar, als ehemaliger Sklave und ärmster Mann dieser Stadt wird man immer als erstes verdächtigt. Du bist also unschuldig. Na klar bin ich unschuldig. Was soll ich denn schon mit dem Zeug, ha? Meinst du etwa, dass die Assassinen es mir abkaufen werden? Die würden es mir doch eher gewaltsam abknüpfen, als mir dafür Geld zu geben. Na, da ist was dran. Vielleicht rauchst du es ja selber. Nee, ganz bestimmt nicht. Bin nicht Raucher. Hab es mit der Lunge. Aha. Okay. Hey. Gibt's noch was? Es wäre einfach. Nee, okay, dann war es das. Ja, dann wird er wohl einfach sein, zu Suhaf zurückzugehen, nachdem ich vorher mal ins Logbuch geguckt habe. Proptech will würfeln, steht hier. Vorhin. Der Einsatz beträgt 100 Goldstücke. Warum nicht, wenn er unbedingt sein Gold verlieren will? Ich kann ihm zwischen 8 Uhr früh und 1 Uhr nachts würfeln. Aha. Beim Spielen sollte ich besser eigene Würfel benutzen. Auch einen Würfelbecher sollte ich haben. Ja, das haben wir ja alles. Genau, richtig. Ja, dann gucken wir doch mal, was mit dem Ferdinand war. Ferdinand streitet alles ab. Also streitet ab, was mit dem Diebstahl zu tun hat. Was mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Achso, sorry. Außerdem ist er angeblich Nichtraucher, weil er es mit der Lunge hat, erklärt er mir. Das sollte ich mal überprüfen. Vielleicht spät abends, wenn sich Ferdinand unbeobachtet fühlt. Spät abends. Ich glaube nicht, dass Suhaf was sagt. Siehste, wusste ich doch. Der ist ja selber am Dampfen, oder ist das mein Dampf hier vom Monitor? Nein, ist es nicht. Okay, spätnachts. Ja, hier, da ist es. Meine Meinung will ja keiner. Also, spätnachts. Was heißt denn spätnachts, Leute? Spätabends. Wir haben es 19.31 Uhr. Spätabends. Wo kann ich mich denn hier zu Bette ruhen legen? Gehen wir mal hier hin. Waffenbündel. Raus hier! Wer bist du denn? Mach, dass du wegkommst! Selim, ja, mit dem reden wir später. Ich will erstmal versuchen, spät abends. Wo kann man denn hier mal nächtigen, liebe Freunde? Also bestimmt nicht hier. Das ist eine Kneppe, ne? Müsste eigentlich ein Bierkrug drauf sein, genau richtig. Und, schauen wir erstmal. Okay, der ist noch hier. Ferdinand ist noch hier. Der Elite-Assassine wacht schon über ihn. Selbst ist er da nicht draußen. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier so eine Art Lagerraum. Okay, okay, okay. Vielen Dank. Wer bist du, Alvarez? Ja. Machst du irgendwie... Raus ja. Hier! Die machen ja, alle, mach, dass du wegkommst! Die machen alle Mucken. Gibt's hier nicht irgendwo so ein Dummelbett? Und du hier? Hallo, Adept? Nee, der, okay. Dann gucken wir mal. Entweder mache ich einen Fehler, so. Was heißt denn hier bis zum nächsten Abend schlafen? Bis Mitternacht schlafen, bis 3 Uhr nachts. Machen wir mal bis zum nächsten Abend schlafen. Und dann gucken wir uns dann mal. Okay. An, wo denn dann, ob eventuell. Oh. Okay, es ist dunkel. Wo war denn jetzt nochmal der Ferdinand? Das kannst du eh nichts dran ändern. Hä? Jetzt bin ich plötzlich bei vielen Händlern. Okay. Okay, dann wird hier der Ferdinand sein. Ist das wirklich wahr? Er ist jetzt nicht hier.
Der ist also nicht hier, der Ferdinandi. Warum hört denn nicht keiner auf mich? Adept? Ah, shit. Das ist eine schlimme Sache. Ich hab's jetzt wohl verpasst, ne? 20.12 Uhr, aber da ist einer drin. Das höre ich zum ersten Mal. Das ist so F. Kuckuck. Meinst du, mir geht das besser? Der qualmt immer noch. Auch noch nicht. Jetzt habe ich den Ferdinand verpasst, liebe Leute. Menno. Ich glaube, ich sollte doch mal einen zurückgehen, einen Speicherstand und vielleicht frage ich ihn mal hier, ob er. Nee. Hätte er sein können, dass er. Stopp mal, er haut jetzt ab. Er haut wann ab? 20 nach, also eine ungewöhnliche Zeit. Ja, dann muss ich nochmal neu anladen und gucken, ob der Ferdinand nicht. Den hätte ich verfolgen müssen. Dass ich geschlafen habe, war blöd. Okay. Tja, jetzt bin ich wieder hier bei Ferdinand. Es ist wieder irgendwas so um 18.41 Uhr. Ich hab da meine eigene Meinung. Und jetzt da die ganze Zeit drauf warten, bis er sich bewegt hat, kann ja Stunden dauern. Also Gotik-Stunden. Minno. Davon lasse ich lieber die Finger. Wo konnte ich denn nochmal pennen? Ah, hier, bei ihm hier, bei dem Adepten. Ging das? Ja, richtig. Jetzt versuche ich mal eine andere Zeit. Und zwar bis 15, 17, bis zum nächsten Abend. Das ist 20 Uhr bis Mitternacht schlafen. Bis 3 Uhr nachts schlafen. Ich versuche mal mitternachtsmäßig. Raus aus meinem Bett. Raus aus meinem Bett. Ja, ist klar. Der will wohl. Was ist los? Ja, ich bin schon draußen. Das ist los. Verdammt, was ist los? Jetzt gehen natürlich alle nach Hause, oder wie? Wo ist denn das für ein Sessel hier? Ein Uhrensessel? Ja, zeitlich gesehen wäre das jetzt hier die Quest aufzuklären ein bisschen zeitintensiv. Deswegen werde ich mich hier mal gucken, werde ich gesehen. Okay. Mal ein bisschen Sachen klauen. Kann ja nicht schaden. So. Gucken, was hier noch so auf dem Tisch liegt. Oder an den Wänden hängt. Und das ist aber gut belesen. Mal hier. Nee, da ist nichts. Okay, kommen wir auch wieder raus. Zackinger. So, abgespeichert. Jetzt ja, kommt er. Mach, dass du wegkommst. Ja, okay. Abgespeichert und jetzt kommt er raus. Ja, das ist so ein Haus an der Höhe hier. Das ist auch ein Adept. Er hat auch sehr viel Klamotten. Machen wir das mal so. Draußen ist keiner vor der Tür, der schläft. Verdammt, was ist los? Hä, wieso? Hey, du, was schleichst du da rum? Was ist denn los? Bodo, was willst du denn erzählen? Aus dem Off hier oder wie? War doch gar keiner da. Vielleicht war das der Typ, der das irgendwie im Halbschlaf gemurmelt hat, der Adept, der da hier rechts von mir im Bett liegt. Okay, klappt ja alles. Eintöpfe, Apfel, Bam. Okay, irgendeine Truhe hier? Nein. Gucken wir mal, was sonst noch da ist. Eine Waffenbündel kann man immer gebrauchen. Okay. Die Häuser sind wieder alle so ulkig verteilt. Okay, hier gibt es auch wieder ein Waffenbündel. Auch hier werden wir mal reinschleichen. Ja, liebe Leute, heute ist ein bisschen Klauen angesagt zum Schluss und vorher haben wir ja so ein bisschen was in Erfahrung bringen können, was weitere Quests angeht. Und für diese Folge werde ich mich jetzt schon verabschieden. Was heißt schon?
Die halbe Stunde ist leider rum. Das ist Selim zum Beispiel. Ist das eine Kiste, die man eventuell knacken kann? Nein, das ist nur so ein Flavorkasten. Okidoki. Danke mich, schreibt einen Kommentar und einen Daumen. Macht's gut. Bis morgen.